Heute bauen wir eine Suche im Frontend mit Vue.js. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Tutorial. Heute gucken wir uns eine JavaScript-Library an, und zwar Vue.js. Damit kann man eine sogenannte Fuzzy Search ziemlich einfach mit JavaScript bauen. Die muss nicht unbedingt im Frontend sein. Ihr könnt natürlich auch mit Node.js auch im Backend diese Suche benutzen. Allerdings ist es wirklich dafür, oder es wird sehr viel dafür verwendet, im Frontend Suchen zu implementieren. Dem einen oder anderen werden jetzt wahrscheinlich die Alarmglocken angehen. Warum baut man eine Suche im Frontend? Dazu erzähle ich gleich ein bisschen was, aber prinzipiell dieses Video richtet sich eher an die Fortgeschrittenen unter euch. Also es gibt keine Live-Demo und ich werde auch nicht jede Kleinigkeit von JavaScript erwähnen, sondern es geht mehr darum, wie man diese Library einsetzen kann und ein bisschen, wann man eine Suche im Frontend bauen sollte und wann nicht. Prinzipiell, wenn ihr Fragen oder Probleme habt zu diesem Video, ganz oben in der Videobeschreibung wie immer ein Link zu Discord, da könnt ihr der Community join, euch mit Gleichgesinnten austauschen, Fragen stellen, Fragen beantworten oder einfach mal Hallo sagen. Prinzipiell legen wir jetzt aber los, viel Spaß und auf geht's! So wie gerade schon erwähnt, werden bei dem einen oder anderen Alarmglocken angegangen sein, dass ich eine Suche im Frontend implementieren möchte. Und diese Alarmglocke ist absolut berechtigt, weil man sollte eine Suche nicht im Frontend bauen. Es sollte prinzipiell im Backend sein und sofern das irgendwie möglich ist, gibt es da auch keine Ausnahmen. Ihr werdet im Frontend niemals Zugriff zu allen Daten einer Datenbank haben. Wenn ihr 1 Million Nutzerdaten habt, die ihr durchsuchen wollt, dann habt ihr im Frontend einfach nicht diese 1 Million Datensätze, sondern ihr habt vielleicht 100 Datensätze und dann einige Seiten, wo ihr dann mehr Datensätze rufen könnt, wenn ihr wollt, und nur im Backend kann wirklich etwas gut durchsucht werden. Prinzipiell gibt es aber Ausnahmefälle, wann eine Suche im Frontend Sinn macht, und die gucken wir uns jetzt mal an. So, der erste große Ausnahmefall, wann es einfach nicht möglich ist, im Backend eine Suche zu implementieren, ist Offline-Funktionalität. Egal, ob ihr eine Mobile-App mit Ionic oder React Native oder so etwas baut, sobald ihr kein Backend habt, weil es offline ist, weil ihr einfach keinen Zugriff dazu habt, in dem Moment eine Suche zu implementieren, ist nur frontendseitig möglich und dafür sind solche kleinen Libraries super geeignet, weil ihr dann in der Regel ja nie alle Daten durchsucht, sondern vielleicht die Daten, die der Nutzer offline vorgeeilt, und das ist in der Regel nicht sonderlich viel, sondern vielleicht sind es die eigenen Dokumente, die eigenen Einträge in irgendeiner App oder so etwas. Und das ist alles relativ einfach zu managen und das ist auch nicht wirklich schlimm. Sowas könnt ihr nur im Frontend umsetzen und dafür ist eine Backend-Suche einfach nicht möglich, weil es technisch ja keine Verbindung gibt. Und dafür ist sowas wie Vue.js super geeignet. Der zweite Punkt ist Prototyping, also der Punkt, dass man nur schnell mal was testen möchte. Ihr werdet gleich sehen, mit Vue.js habe ich innerhalb von wenigen Minuten eine Suche implementiert und kann die im Frontend nutzen, ohne dass irgendjemand im Backend etwas anpassen musste. Also wir haben wirklich nur einige Minuten mit dem Mock-Server eventuell Daten durchsuchbar gemacht, können unser Frontend bauen, können etwas testen, können überlegen, ob das Sinn macht, können vielleicht mit einigen Probanden einen Nutzertest durchführen und können dann entscheiden, ob eine viel aufwendigere Implementierung im Backend wirklich sinnvoll ist und ob wir das machen wollen. Dafür ist so etwas auch super geeignet, weil es einfach in dem Moment nur ein kleiner Test ist, der eine Machbarkeit herstellt und nicht direkt einen Riesenaufwand mit sich zieht. So, der dritte Punkt ist ein bisschen ähnlich zu Punkt 1, und zwar, wenn es technisch einfach nicht sinnvoll ist, im Backend zu implementieren. Der Use Case dafür ist, ihr habt eine Seitenleiste, wo irgendwie vielleicht 40 Datensätze drin liegen. Ihr wisst, es sind immer nur 40 Datensätze, nie mehr, und es werden auch nicht mehr, und die werden initial geladen und dann sind die da. Aber der Nutzer sieht aufgrund der Einschränkungen des Monitors vielleicht immer nur 5 dieser 40 Einträge. Und ihr wollt das aber durchsuchbar machen, weil dann kann der schneller zum Ziel kommen. Dafür ist es ganz sinnvoll, das im Frontend zu machen. Prinzipiell wäre es natürlich besser, wenn man die Datensätze über einen API-Request im Backend durchsuchbar macht. Allerdings ist das auch wieder zusätzliche Arbeit und zusätzlicher Datentransfer zwischen dem Frontend und dem Backend, der erstmal gebaut werden muss. Und eine Suche im Frontend zu implementieren für so einen Use Case geht einfach deutlich schneller und ist ressourcenschonender. Also dafür kann man das auch wunderbar verwenden, wenn man halt weiß, man hat alle Daten und diese Daten sind auch irgendwie nicht ganz so umfangreich. Also ich sag mal so, alles unter ein paar hundert Einträgen ist eigentlich kein wirkliches Problem zu durchsuchen. Wenn das aber in die Tausende geht, dann sollte man sich eher fragen, warum zum Teufel lade ich überhaupt 1000 Datensätze ins Frontend? Macht das aktuell überhaupt Sinn? Also das sind die Punkte, aber jetzt gucken wir uns mal an, wie Vue.js eigentlich wirklich funktioniert. Und ja, los geht's! So, los geht's mit unserem heutigen YouTube-Tutorial. Ihr seht hier schon die Webseite von Vue.js. Das Ganze ist ziemlich simpel und ist unten in der Videobeschreibung auch verlinkt. Ihr könnt hier ziemlich alles nachlesen. Wir werden auch auf vieles gleich eingehen, deswegen gehe ich jetzt nicht ganz so detailliert auf die Webseite ein. Der interessanteste Part, ihr findet hier einmal die Installation. Das werden wir jetzt nicht mehr machen, weil das quasi nur ein einziger NPM-Befehl ist.
Und das andere, was ich sehr empfehlen kann, einmal durchzulesen, ist dieser Part hier unten, nämlich wie das Scoring in Vue.js funktioniert. Das ist auch nicht allzu umfangreich und sehr interessant. Es beschreibt nämlich einfach, wie der Score eines Suchergebnisses auf euren Suchstring quasi passt und was der bedeutet und wie der sich zusammensetzt und welche Faktoren da quasi reinspielen. Also zum Beispiel hier Distance, Threshold, Location und so weiter. Sehr interessant, kann ich nur empfehlen, das einmal durchzulesen. Prinzipiell für uns aber gar nicht so wichtig, sondern wir starten jetzt direkt, wie wir das ganze Ding nutzen können. So, los geht's mit unserem heutigen YouTube-Tutorial. Ihr seht hier Visual Studio Code, einfach mit einem JavaScript-File und einem Plugin namens Quokka, das ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das erzeugt diese Konsolenausgaben direkt in der Oberfläche, weil ich das jedes Mal gefragt werde. Das erste, was wir machen müssen, ist natürlich unsere Library zu importieren, also import views from und dann views.js. Das Ganze war nicht wirklich schwer und mehr müssen wir ja auch gar nicht machen erstmal, sondern das Erste, was wir machen müssen, uns ein paar Daten erzeugen. Woher die bei euch kommen, ist natürlich ganz irrelevant. Ihr könnt die selbst definieren, ihr könnt aber auch die aus dem Backend anfragen. Ihr braucht auf jeden Fall ein Array von Daten, also sagen wir eine Variable mit dem Namen Data. Es handelt sich dabei um ein Array und hier drin befinden sich natürlich Datenobjekte. Die schreiben wir jetzt natürlich nicht, weil das wäre ein bisschen sinnlos, sondern ich kopiere mir die hier rein. Und bei diesen Objekten handelt es sich immer um einen Namen, eine E-Mail, eine Beschreibung, einen Company-Namen, eine Adresse, was wiederum ein Objekt ist aus Street, City und Code. Das Ganze ist natürlich relativ langweilig, wenn es nur ein Objekt ist, wenn man eine Suche baut, sondern ich kopiere mir hier mal ein paar rein. Wenn man jetzt hochgeht, sind das einige, insgesamt sind es 50 Stück. Das Ganze war jetzt nicht wirklich kompliziert und jetzt kommt der eigentlich spannende Part und zwar erzeugen wir uns als erstes mal Vue Options. Das ist einfach ein Objekt, was quasi unsere Suche beschreibt. Und das Erste, was wir hier brauchen, ist ein Key. Und dieser Key beschreibt ein Key aus unserem Datenobjekt, also hier zum Beispiel unseren Namen. Den wollen wir jetzt also durchsuchen. Das Nächste, was wir brauchen, ist, wir müssen unsere eigentliche Suche definieren. Das mache ich einfach mal mit dem Namen MySearch. Und dabei sage ich New Vues und übergebe an Vues einmal unsere Liste an Daten und natürlich die Optionen, die wir gerade definiert haben. Das Nächste, was ich mache, ich definiere meinen Console.log und sage hier mySearch.search und übergebe hier ein Sucharray, beziehungsweise ein Sucharray, ein Suchstring. Hier sage ich jetzt also, wir suchen jetzt nach Aaron Trando. Und wenn wir hier mal gucken, wie viele Ergebnisse haben wir hier eigentlich? Wir haben 3 Ergebnisse. Und unser erstes Ergebnis ist natürlich, wenn ich hier 0.item.name eingebe, ist es natürlich das Objekt, wo der Name ein 100% Match ist. Das können wir uns natürlich auch noch ein bisschen präziser angucken. Und zwar können wir hier sagen, wir wollen den Score anzeigen. Der ist jetzt gerade undefined, weil den müssen wir in unseren Optionen definieren. Wir sagen also hier include score true. Und in dem Moment haben wir hier einen Wert, der 8.56 e hoch minus 12 ist. Also sehr klein und damit eigentlich ein 100%iger Match. Wenn wir jetzt mal als Beispiel sagen, wir wollen uns den zweiten Wert unseres Ergebnisses angucken, sehen wir hier schon, das ist nur noch eine Übereinstimmung von 0.62 und der dritte Wert nur noch von 0.69. Also es wird immer unpräziser, umso weiter man in dem Array nach oben zählt. Prinzipiell ist das natürlich auch schon alles, was ihr braucht. Wir können jetzt noch mehr Optionen hinzufügen. Zum Beispiel könnt ihr kategorisch sagen, ihr wollt, dass das Ganze sortiert ist oder ihr wollt nicht, dass das Ganze sortiert ist. In dem Moment, wenn ich hier zum Beispiel 0 eingebe, ist der erste Wert der schlechteste und der zweite Wert ist unser 100%iger Treffer, weil das quasi dann genau so sortiert ist, wie es in unseren Ursprungsdaten sortiert ist. Finde ich persönlich nicht wirklich praktisch, sondern sortiert ist auch Default-Einstellung und sollte auch, denke ich, so bleiben. Auch könnt ihr sowas hinzufügen wie beispielsweise case-sensitive, also zu sagen, in dem Moment haben wir hier einen Treffer von 100% mit diesem Namen. Wenn ich hier das E aber klein schreibe, dann ist es kein 100%iger Treffer mehr, sondern nur noch eine Genauigkeit von 0.17. Das Ganze ist natürlich Geschmackssache, ob man das braucht oder nicht. Ich lösche diese beiden Sachen mal kurz wieder raus für das restliche Tutorial. Natürlich haben wir hier ein Datenobjekt und dieses Datenobjekt hat nested Elemente, also wir haben hier Adresse und Adresse.street ist eine Option, die wir auch durchsuchbar machen sollten, beziehungsweise das sollte auch möglich sein. Ist es auch und auch nicht wirklich kompliziert, sondern wir sagen jetzt, okay, wir haben Keys und in dem Moment haben wir Punkt und Street, also Adresse.street können wir durchsuchen und wenn wir das hier eingeben, ist unser erstes Ergebnis nur noch mit einer Genauigkeit von 0.73, also nicht mehr wirklich präzise. Anders sieht es aus, wenn wir den String etwas verändern und zum Beispiel
504 Kuhn eingeben, dann haben wir hier schon einen deutlich besseren Wert und den können wir noch etwas präzisieren. Und in dem Moment haben wir wieder einen mega genauen Treffer, weil wir wieder e hoch minus 10, also eine sehr, sehr kleine Zahl haben. Das Ganze funktioniert also, wir können jetzt Keys suchen, wir können Nested Keys durchsuchen und wir können das natürlich auch miteinander kombinieren. Also man kann auch sagen, ich möchte Name durchsuchen und zusätzlich noch den Straßennamen. Das könnt ihr natürlich endlos erweitern und wir können das Ganze aber noch deutlich präzisieren. Wir können nämlich auch sagen, okay, wir wollen als erstes mal den Namen durchsuchen. Also das ist schon mal ein wichtiger Punkt, das wollen wir gerne machen. Aber wichtiger als der Name ist eigentlich die E-Mail-Adresse. Also wir wollen die E-Mail-Adresse durchsuchen und wir wollen den Namen durchsuchen. Aber wir wollen das Ganze so gewichten, dass wenn eine E-Mail-Adresse genau trifft, dann wollen wir, dass das Ergebnis weiter oben ist. Und wenn der Name genau trifft, dann wollen wir, dass das Ganze ein bisschen weiter unten ist. Und das können wir erzielen, indem wir hier zum Beispiel sagen Gewicht, also Weight, und sagen Name hat ein Gewicht von 1. Und das Ganze kopieren wir uns und fügen das bei E-Mail ein und sagen, die E-Mail hat ein Gewicht von 2. Also das Gewicht der E-Mail-Adresse, ein Treffer auf die E-Mail-Adresse, ist doppelt so wichtig quasi wie ein Treffer auf den Namen. So, das Ganze können wir jetzt ziemlich einfach mal testen, indem wir hier unten statt einem String ein Objekt übergeben und hier mal nach einem Namen suchen. Dieser Name ist Gerald, keine Ahnung, wie man diesen Namen ausspricht. Und wir erzeugen jetzt hier einen Score, wir geben das mal komplett aus und wenn wir das hier unten öffnen, sehen wir, ganz oben haben wir genau den Treffer mit diesem Namen. Wenn wir jetzt aber sagen, wir haben auch zusätzlich noch eine E-Mail-Adresse, also wir geben hier Komma und dann E-Mail und dann Lore ein, dann sehen wir, dass unser erstes Ergebnis, also das Ergebnis mit dem besten Score, hier oben die E-Mail-Adresse ist, weil unsere E-Mail-Adresse ist wichtiger als der Name. Also wenn die E-Mail-Adresse trifft, ist das wichtiger, als wenn der Name trifft. Hier seht ihr auch 0.01 und hier oben 0.0000 und das könnt ihr mit dem Gewicht verändern. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel sagen 5, in dem Moment steht ganz oben unser Name als Treffer, weil quasi unser Name wichtiger ist. Damit könnt ihr euch sehr komplexe Suchen ziemlich einfach zusammenbauen, wenn ihr beispielsweise komplexe Datenobjekte durchsucht oder irgendwas in dieser Richtung. Damit kann man das ziemlich einfach machen. So, los geht's mit dem wohl interessantesten Part und das, was ihr wahrscheinlich auch am häufigsten nutzen werdet, und zwar die Definition, wie ihr mit logischen Operatoren eure Suche stark einschränken könnt, also beispielsweise nur Objekte, die einer bestimmten Kategorie angehören oder in einem bestimmten Zeitfenster liegen sollen, angezeigt werden. Ihr könnt hiermit also etwas machen, und zwar sagen wir oben, wir wollen wieder wie gerade den Namen durchsuchen und zusätzlich noch die Company, also die Firma. Das Ganze hier unten ist unverändert, wie wir es gerade auch hatten. Wir haben wieder mySearch.search und hier haben wir ein Objekt und dieses Objekt erwartet von uns ein zweites Objekt, und zwar AND, das ist ein Array. Und in diesem Array haben wir verschiedene Objekte, in unserem Fall 2 Stück. Und hier drin haben wir wiederum einige Werte von Views. Einmal definieren wir hier auch den Parse. Bei diesem Parse handelt es sich wieder um einen Namen, können natürlich auch mehrere Keys sein. In unserem Fall wollen wir aber nur den Namen durchsuchen. Und ein Value, das genau für dieses AND oder für diesen AND-Operator quasi gilt. In unserem Fall sagen wir Chris. Also wir sagen, innerhalb unseres Namens wollen wir gerne nach Chris suchen. Das nächste, was wir haben, ist natürlich, wir wollen auch unsere Firma durchsuchen. Das heißt, wir definieren das hier unten auch wieder Firma und sagen, wir wollen aber nur die Firma durchsuchen, da wo der Name Böhm-Friesen ist. Hier kriegen wir jetzt auch ein Ergebnis. Wenn wir uns das hier unten mal angucken, sehen wir hier, wir haben einen Namen. Der Name ist Christina, weil hier Chris mit drin steht, und hier unten haben wir die Firma. Wenn wir jetzt die Firma beispielsweise hier rauslöschen und sagen, okay, die Firma ist uns eigentlich irrelevant, dann sehen wir deutlich mehr Ergebnisse, weil die Firma jetzt egal ist und hier nicht mehr auftaucht. Mit diesen Operatoren können wir also alle möglichen Queries abdecken, die ihr euch vorstellen könnt. Wir können also sagen, wenn der Name das ist oder wenn das so ist, dann können wir nach etwas suchen und eure Suche damit filtern und stark einschränken. Das ist wohl der interessanteste Part und auch der realitätsnächste Part quasi, weil das ist das, was ihr am meisten machen werdet. Und damit kann man sich sehr einfach Frontend-Suchen bauen, ohne wirklich Suchalgorithmen verstehen zu müssen. So, das war's schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme habt, ganz ohne Videobeschreibung findet ihr jede Menge Social Media Links oder Amazon Affiliate und andere Partnerseiten, wo ihr diesen Channel supporten könnt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin viel Spaß und ciao.